Gratuliert. Machen Sie mich bitte nicht älter. Erst im Juli. Das ist ein bisschen länger als 14 Tage. In meinem Munzinger stand April. Das tut mir leid. Aber in diesem Jahr noch. So viel ist richtig. Nein, das ist verkehrt. Das ist der 24. Juli. Und das ist noch ein bisschen länger als 14 Tage. Aber 81 stimmt. Dann stimmt 81, ja. Und Arafat stimmt auch. Der gratulierte zum 80., ne? Der hat am 80. Geburtstag mich angerufen, ja. Da war bei mir zu Hause ziemlicher Betrieb, vom Bundespräsidenten angefangen. Und er hat dann aus Palästina telefoniert. Wir haben Sie nicht hier in Berlin begrüßen können. Das hat etwas, glaube ich, auch mit Ihrem Alter zu tun. Darf man fragen, wie es Ihnen gesundheitlich geht? Das ist weniger eine Altersfrage als eine Krankheitsfrage. Ja. Ich habe eine sehr schwierige Krankheit hinter mir, die mich noch belastet. Aber es ist so, Gott sei Dank, es hat sich die letzte Zeit gebessert. Aber ich bin nicht so beweglich im Augenblick wie früher. Aber wir nehmen sehr stark an, dass Sie diesen Krieg nicht nur in den Medien mitverfolgen, sondern möglicherweise auch mit den Kontakten, die Sie an die arabischen Welt gepflegt haben, dass Sie auch telefonieren. Ist das so? Ich nutze meine Kontakte. Freunde kommen mich, auch Botschafter, zu Hause besuchen. Ich bin also sehr darum bemüht, so gut wie möglich informiert zu sein, um mir mein eigenes Bild der Situation zu machen. Kann man fragen, wie dieses Bild aussieht im Moment? Steuern wir auf eine Destabilisierung der gesamten Region zu? Was ist Ihre Vermutung? Das kann passieren. Das braucht nicht passieren, wenn es vernünftig abgewickelt wird, was nun mal zwangsläufig abgewickelt werden muss. Nur das, was erreicht werden sollte und auch nach meiner Auffassung erreicht werden muss, nämlich die Entwaffnung des Iraks und die Beseitigung der Diktatur, hätte man auch ohne Krieg erreichen können. Man war auf gutem Wege. Die Kontrolleure der Vereinten Nationen haben Fortschritte gemacht. ABC-Waffen sind von ihnen nicht gefunden worden und auch heute weder von der amerikanischen noch von der britischen Armee. Was, wenn es um Verhandlungen geht, und da ist ja vielleicht ein Defizit gewesen im Vorwege des Krieges, sind Sie ja ein Spezialist. Also Sie haben zahlreiche Geiseln beispielsweise frei verhandelt in Arabien, auch in Südamerika. Man nennt Sie den Held von Mogadischu, weil Sie diese Verhandlungen geführt haben mit den Entführern der Landshut. Sie haben auch dafür gesorgt, dass zum ersten Mal die israelische Regierung seinerzeit anfing, mit der PLO zu sprechen. Was macht eine gute Geheimdiplomatie aus, und haben Sie das Gefühl, dass Sie in diesem Fall nicht genutzt wurde, um den Krieg zu verhindern? Ich glaube, dass der Präsident Bush von Anfang an der Auffassung war, aus seiner Sicht war das nur mit einem Krieg zu lösen, so dass die Verhandlungen im Weltsicherheitsrat nicht so ernst genommen worden sind von amerikanischer Seite, wie das der Fall hätte sein müssen. Aber wenn Sie daran denken, wie der Berichterstatter in Bezug auf die Kontrolleure regelmäßig seine Berichte gegeben hat, dass man Fortschritte gemacht hat, dann hätte man auf diesem Weg weitergehen müssen. Und dann hätte das Leben für viele, viele Menschen gerettet werden können. Das setzt allerdings auch auf der anderen Seite voraus, dass man einen Ansprechpartner hat, der sich durch Verhandlungen oder durch einen friedlichen Weg zu Kompromissen zwingen lässt. Saddam Hussein, Sie haben ihn ja kennengelernt. 1993 haben Sie in Auftrag von Helmut Kohl einen Deutschen, einen Bundesbürger, Kai Sondermann hieß er, frei verhandelt. Haben Sie das Gefühl, das ist ein verlässlicher Partner, wenn man Absprachen trifft? Also, ich kann nur sagen, das Ziel, was ich erreichen wollte, habe ich erreicht. Es war ja schwierig, damals nach Bagdad zu kommen. Es gab keine Flugverbindungen. Die Regierung Kohl hatte mich gebeten,
diese Aufgabe zu übernehmen. Die Bundeswehr hat mich nach Amman geflogen, Jordanien. Ich war befreundet mit dem König Hussein. Der König Hussein hat mir seinen Hubschrauber gegeben bis an die Grenze zum Irak. Und ab Grenze ist die Autobahn wie bei uns. Denn die Autobahn im Irak, die Autobahnen sind von einer deutschen Firma gebaut worden. Der einzige Unterschied besteht nur darin, dass wo bei uns die Schilder blau sind, sind sie dort grün. Mhm. Aber sonst ist es genau dasselbe Modell. Bin dann also nach Bagdad gefahren und habe zuerst mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Tariq Aziz gesprochen, den ich schon längere Zeit kenne. Mhm. Und der ihr Mann ist, der draußen in der Welt wirkt. Mhm. Und dann kam der Termin zustande mit Saddam Hussein in einem der Paläste außerhalb von Bagdad. Mhm. Der Außenminister vom Irak hat mich begleitet. Der wusste auch zu Beginn nicht, wo wir hinfahren müssen, mhm. bis wir dann bei ihm waren. Und ein Sicherheitsbeamter war von seiner Seite dabei. Sie wurden gefilzt, ein Dolmetscher nehme ich an. Ein Dolmetscher war dabei, aber es wurde nicht ins Deutsche übersetzt, sondern ins Englische. Ich habe ihm das Anliegen vorgetragen und klar gesagt, dass der Mann unschuldig im Gefängnis sitzt. Für nichts und wieder nichts. Und die Gefängnisstrafe, zu der er verurteilt war, war so, dass er das wahrscheinlich nicht überstanden hatte. Er hat mir dann... Wenn ich das ergänzen darf, ich glaube, er ist zu 8 Jahren Haft verurteilt worden, weil man ihm einen illegalen Grenzübertritt vorgeworfen hat. So in etwa war die Lage wohl. 5 Meter von der kuwaitischen Grenze in den irakischen Raum. Das hat ihm auch keiner gesagt. Er hat in Kuwait gearbeitet. Er hat bei einer englischen Firma in Kuwait gearbeitet, während der Semesterferien. Ja. Und hat mit einem Freund einen Ausflug an die Grenze gemacht. Da sind sie 5 Meter, glaube ich, drüber gekommen. Und die 8 Jahre waren das Ergebnis. Ich habe ihm gesagt, wie unmöglich dieses ist. Denn dieser Mann, den ich sehr schätze und mich gefreut habe, dass ich ihn frei bekommen habe, hat keinerlei böse Absichten gehabt. Ist denn der Verdacht, wollte sich nur mal die Situation anschauen. Ist der Verdacht ganz falsch, dass es für Saddam Hussein im Prinzip schon ein Sieg war, dass jemand wie Sie dahin gekommen ist, so wie es für ihn ja auch ein Sieg, auch ein propagandistischer war, dass Willy Brandt Jahre zuvor da verhandelt hat um die Freilassung von Geiseln und dass er deshalb im Prinzip leicht rumzubekommen war, was die Freilassung des Herrn Sondermann anging? Ich glaube, er wusste, wie ich mich eigentlich ein Leben lang um die Kontakte zur arabischen Welt bemüht habe. Er hat das sicher honoriert und ist deshalb auch entgegengekommen in dieser Frage und hat es wahrscheinlich auch für richtig gefunden, dass die Bundesregierung mich gebeten hat, diese Aufgabe zu übernehmen. Wir haben über diese Frage also nicht übermäßig lange geredet. Ich will mal sagen, ich habe festgestellt in der Zwischenzeit, dass die Entscheidung schon gefallen war am Tage, bevor ich eingetroffen war. Was ist Ihr Fazit aus Ihrer Kenntnis dieses Mannes? Ist das jemand, mit dem man auf dem Wege der Diplomatie hätte weiterkommen können oder nicht? Also, ich bin da sehr skeptisch. In diesem Falle war das so, aber das ist kein Verhandlungspartner für alle Fragen, die sich ergeben. Er ist aber vor allen Dingen kein Verhandlungspartner, wenn es darum geht, in einem Lande wie dem Irak mehr Demokratie zu erreichen. Mhm. Er schaut einen sehr durchblickend an. Ich habe ihm, nachdem wir dieses eine Kapitel abgeschlossen hatten, gesagt, Herr Präsident, ich will Ihnen sagen, was Ihr Problem ist. Darauf guckt er mich ganz erstaunt an und sagt, was ist mein Problem? Ich sage, Ihr Problem ist, dass Sie nicht wissen, wie die Welt aussieht.
Und ihre Mitarbeiter, die wissen, wie die Welt aussieht. Die sagen ihnen nicht, wie die Welt aussieht, sondern sie sagen ihnen nur das, was sie gerne hören wollen. Und dann guckt er mich an und sagt, wann kommen Sie nochmal für mindestens 3 Tage und sagen mir, wie die Welt aussieht? Ich glaube, Sie haben es damals nicht getan, und ich vermute auch der andere, der eben einen Blick von außen hätte geben können, Donald Rumsfeld, der in den 80er Jahren immerhin noch Beziehungen zu Saddam Hussein gepflegt hat, hat es auch nicht getan. Wie beurteilen Sie die Beziehung zwischen Donald Rumsfeld und Saddam Hussein in den 80er Jahren? Waren die gut? Das waren die Beziehungen zwischen Verbündeten, denn es war der Krieg gegen den Iran. Damals haben die Amerikaner den Iran als die schlimmeren Teufel betrachtet und haben sich also mit Saddam Hussein verbündet. Und deswegen sitzen sie auf dem Foto, das es ja heute noch gibt, sehr freundlich miteinander und reden miteinander. Wann war denn der Punkt und warum, dass man, also Sie, glaube ich, auch eine Wandlung gemacht haben, aber vor allem die Amerikaner angefangen haben, diesen Saddam Hussein nicht mehr als einen Verbündeten zu sehen? Das hat natürlich eine entscheidende Wendung genommen, als der Irak den Kuwait besetzt hat. Erst dann. Überfallen hat, schon vorher. Aber da war natürlich ein ganz deutliches Signal gesetzt worden, dass gegen alles Völkerrecht und gegen jede friedfertige Nachbarschaft Saddam Hussein Kuwait besetzt hat. Ich bin hinterher natürlich auch in Kuwait gewesen. Die Kuwaitis hatten eine Institution geschaffen für ihre Kriegsgefangenen, die im Irak waren. Und sie haben mich gebeten, beratend sie zu beraten, wie man das erreichen kann, dass sie ihre Kriegsgefangenen zurückbekommen. Ja. Das ist ein schwieriger Weg gewesen. Und dann haben anschließend die Abrüstungsverhandlungen nicht in dem Maße funktioniert, wie sie hätten funktionieren müssen, wie sie aber jetzt funktioniert haben, wo es Fortschritte gegeben hat, wo dann leider der Krieg begonnen worden ist, statt das bis zu Ende zu führen, dem Vertreter der Vereinten Nationen für die Kontrolleure, Hans Blix, der auch mal Außenminister war in Schweden, zu folgen und zu sagen, man brauche noch etwas mehr Zeit. Ja. Das Land ist immerhin so groß wie Frankreich. Da soll niemand damit rechnen, dass das innerhalb weniger Tage erledigt werden kann. Dazu braucht man mehr Zeit, und die hätte man nehmen müssen. Im Gegenteil, es sieht ja jetzt tatsächlich so aus, als ob es sehr viel schwieriger wird, als ob der Widerstand größer ist als erwartet. Als ob, und das ist die Entwicklung auch der letzten Tage, die um die Nachbarn des Irak wie beim Überfall Kuwaits ganz eindeutig auf der Seite der Alliierten stehen, sondern möglicherweise den Irak sogar in seinem Kampf unterstützen. Der syrische Außenminister hat gesagt, es ist im Interesse des der iranische Außenminister hat gesagt, es sei im Interesse des Iran, wenn die Invasoren im Irak besiegt werden. Was passiert da, Herr Wischnewski? Ist das ein Erstarken einer Koalition, die es so vorher nicht gegeben hat, als Ergebnis des Angriffs der Amerikaner? Das Ergebnis oder ein Ergebnis des Angriffs der Amerikaner und der Briten ist eine ganz anti-amerikanische Stimmung in der ganzen arabischen Welt, durchgehend, ja, in der islamischen Welt. Also über den arabischen Raum hinaus, wenn Sie sehen, dass heute auch anti-amerikanische Demonstrationen in Indonesien stattfinden, und das ist ja nun überhaupt kein arabisches Land. Dabei sieht man, dass es teilweise erhebliche Differenzen gibt zwischen den Führungen der Länder und der Bevölkerung, die auf die Straße geht,
Und es ist auch nicht so, dass diejenigen, die auf die Straße gehen, ähnlich wie bei uns, man nicht für Saddam Hussein auf die Straße geht, sondern für die Menschen im Irak, die unter diesem Krieg schrecklich leiden müssen. Gerade jetzt hat man gemeldet, ein Bus mit 7 Frauen und Kindern ist von den Amerikanern beschossen worden und alle Insassen sind getötet worden dabei. Wenn man bedenkt, dass die Amerikaner ja mit der Mission angetreten sind, die ganze Region zu demokratisieren, werden Sie, kann man jetzt schon sagen, dass Sie genau das Gegenteil erreichen werden, nämlich eine Radikalisierung der Region? Zurzeit jedenfalls gibt es eine Radikalisierung der Region. Die Menschen gehen auf die Straße, demonstrieren gegen die Vereinigten Staaten. Man hätte auch politisch die Situation anders vorbereiten müssen. Man hätte zuerst sagen müssen, wir haben hier einen Plan für den eigentlichen, den ureigensten Nahostkonflikt, nämlich den zwischen Israel und Palästina, und zu sagen, diesen Plan werden wir umsetzen im Einvernehmen mit beiden Parteien und den Frieden herbeiführen. Das hätte ein positives Zeichen gesetzt. Leider hat das nicht in dem notwendigen Maße stattgefunden. Präsident Bush hat gesagt, ich will in der ganzen Region, aber dieses ist eine der entscheidenden Fragen. Da ist keine deutliche Aussage gemacht worden. In Zeiten wie diesen sind Krisenmanager gefragt und auch solche mit Verhandlungsgeschick. Wer könnte denn überhaupt zwischen den jetzt im Kriege sich gegenüberstehenden Seiten nach einer gewissen Zeit möglicherweise erst wieder vermitteln? Es gab jetzt einen saudi-arabischen Vorstoß, der gesagt hat, man muss zurück an den Verhandlungstisch. Von dort aus wurde auch der Vorschlag gemacht, der wahrscheinlich ziemlich irrational ist, Saddam Hussein solle abtreten. Wer könnte in dieser Situation diesen Krieg beenden, zu Verhandlungen zurückführen? Oder gibt es niemanden? Wer Saddam Hussein kennengelernt hat, wie ich, der weiß, dass das kein Mann ist, der ausreist, der in ein anderes Land geht, sondern der bis zum Äußersten dort kämpfen wird, bis der Krieg zu Ende geht. Dass die Amerikaner diesen Krieg gewinnen werden, dessen bin ich sicher. Ihre Überlegenheit ist riesengroß, aber gerade die letzten Tage haben gezeigt, dass die Situation doch härter ist auf der irakischen Seite, als viele Leute, die die Pläne gemacht haben, wohl geglaubt haben. Außerdem ist etwas anderes eingetreten. Die Vereinigten Staaten haben damit gerechnet, dass die Schiiten sich sehr schnell auf die amerikanische Seite stellen werden. Das haben die Schiiten bis jetzt für mich erkennbar nicht gemacht. Und das hat auch zu tun mit der Vergangenheit. Die Amerikaner haben damals die Schiiten aufgefordert zu putschen. Die Schiiten haben das begonnen. Sie haben keine amerikanische Unterstützung dann erhalten und sind bitter enttäuscht worden, und diese Enttäuschung wirkt bis heute nach. Außerdem kommt noch Folgendes hinzu. Die Amerikaner haben einen unwahrscheinlich langen Versorgungsweg bis zu den Truppen, die jetzt ungefähr so 80 Kilometer vor Bagdad stehen. Das ist ein riesenlanger Weg, und den Weg müssen sie absichern. Denn sonst bekommen sie weder Treibstoff noch Munition noch Verpflegung. Dieses ist eine Lebensader für diesen Krieg. Und das sind viele Kilometer. Und dazu braucht man auch viele Truppen, um diesen
Weg absichern zu können. Also ich entnehme Ihren Worten, dass eine Hoffnung auf ein schnelles Kriegsende nicht genährt werden kann, also nicht eintreten kann, dass es weitere, sehr viele, wohl auch zivile Verluste geben wird. Sie sagen, die Zeit danach ist wichtig. Da gibt es ja zwei Tendenzen. Die einen reden über den Wiederaufbau und streiten jetzt schon darüber, ob das UN-mandatiert ist oder unter US-Kontrolle. Aber man sieht auch, dass die Amerikaner zumindest verbal schon sich nach Syrien, also gegen Syrien und gegen den Iran wenden. Was glauben Sie, wird eintreten? Ein weiterer Krieg in der Region oder tatsächlich der Versuch, egal unter welchem Protektorat, eine Stabilität zu erringen? Das Wichtigste wäre, wenn man sich so bald wie möglich darum bemüht, auch wirkliche Anstrengungen unternimmt, um den Krieg zwischen Israel und Palästina beizulegen. Ich habe keine Informationen, ob aus Syrien Waffen geliefert werden oder Nachtsichtgeräte, wie behauptet wird. Eins steht jedenfalls fest. Damals war Syrien auf der Seite der Gegner von Saddam Hussein. In Irak regiert die Baas-Partei. Ja. In Syrien regiert auch eine Baas-Partei. Aber die beiden Parteien sind sehr unterschiedlich. Und das Verhältnis der beiden Parteien war viele Jahre eher schlecht. Es kann sein, dass dieser Krieg die Situation verändert hat. Damals war noch der Vater des jetzigen Präsidenten, der Präsident, ja, Assad, ja, der in der Zwischenzeit verstorben ist. Sein Sohn ist sein Nachfolger geworden und war eigentlich ein Mann, von dem man erwartet hatte, er würde in stärkerem Maße Reformen in Syrien durchführen. Ich war wir haben das mit Gefühl, Syrien und ich ja, Herr Wischnewski, ich glaube, wir könnten noch eine ganze Stunde über die Situation im Mittleren und Nahen Osten reden. Das können wir leider an dieser Stelle jetzt aber nicht mehr fortführen. Ich danke aber für den Einblick heute, den Sie uns gegeben haben. Es ist kein tröstlicher Einblick aus Ihrer Kenntnis. Glaube ich nicht, dass wir dieses Problem sehr schnell erledigt sehen werden. Ich danke heute nach Köln. Hans-Jürgen Wischnewski, vielen Dank. Ich bedanke mich. Danke. Das war's für heute. Auch morgen gibt es wieder eine Sendung. Ihnen noch einen schönen Abend.